Salut, mein Name ist Steve und seid ihr bei den Daily Bugs. Heute möchte ich ein kurzes Update geben zu Aptos. Was ist da eigentlich so passiert? Denn Aptos geht momentan richtig steil. Wenn wir einfach mal gucken, in den letzten 30 Tagen hat Aptos hier satte 350% plus gemacht an Rendite. Und das ist natürlich schon ziemlich gigantisch. Ich meine, Solana muss ich jetzt auch nicht gerade verstecken mit 110% oder auch Fetch AI mit 164%. Aber trotzdem, der ganz klare Gewinner aktuell am Kryptomarkt, wenn wir jetzt so von diesen, ich sag mal, größeren gestandenen Projekten ausgehen, ist momentan Aptos. Und ja, dadurch, dass ich ja Aptos Coins habe, freut mich das natürlich ungemein. Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist das eigentlich passiert? Warum ist Aptos so durch die Decke gegangen, dass jetzt aktuell der Kurs hier bei 16 Dollar steht? Das ist ja im Prinzip eigentlich so erstmal nicht normal, weil wenn wir jetzt hier einfach mal auf diesen Trend gucken, dann sehen wir aktuell, ist Aptos richtig am Abgehen und das kann natürlich auch ziemlich trügerisch sein. Das Ganze liegt aber an einem besonderen Grund, warum Aptos momentan so durch die Decke geht, und zwar an den NFTs. Und wenn wir hier einmal schauen, und ich gehe jetzt einfach mal auf Sofly oder Sofly Free, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, dieser NFT-Marketplace ist im Prinzip das OpenSea von Aptos. Also das, was Ethereum für OpenSea ist, ist eben hier bei Aptos der Fall. Und da gibt es zwei Projekte, die ganz klar momentan, was die Popularität betrifft, ziemlich durch die Decke gehen. Und zwar einmal die Aptomingos und die Aptos Monkeys. Und das sieht man auch hier aktuell an den Aptos-Bestand, der einfach hier vorhanden ist. Auf Platz 3 folgt momentan die Brubiers mit 267 Aptos-Coins. Wenn wir einfach mal auf diese Aptomingos gehen, dann sehen wir aktuell, dass die Preise doch relativ hoch mittlerweile sogar schon sind für ein so ein NFT. Im Durchschnitt sind wir hier wohl bei so 62 Aptos Coins, die dafür gezahlt werden müssen, dass man halt ein so ein Bildchen bekommt. Das ist natürlich schon ziemlich heftig. Und genau das ist die letzten Tage jetzt einfach passiert, dass diese Aptomingos quasi völlig durch die Decke gegangen sind. Und genau das gleiche ist jetzt auch bei den Aptos Monkeys der Fall. Genau das gleiche hier, das ist im Prinzip wie mit den Bored Apes, nur dass es halt momentan einfach noch nicht so ein hohes Level hat wie bei den Bored Apes selber. Und genau das ist der ausschlaggebende Punkt, einfach weil so viele Aptos Coins hin und her transferiert wurden und eben so viele NFTs da gekauft wurden, dass der Aptos Kurs so, ja, durch die Decke gegangen ist. Das Ganze ist aber doch relativ trügerisch, weil wenn wir einfach mal gucken, wir sind jetzt momentan bei einer vollen Marktkapitalisierung von 16 Milliarden US-Dollar. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Das ist echt eine stolze Zahl. Und momentan so zu handeln, was momentan vorhanden ist für diejenigen, die jetzt nicht gerade irgendwie im Entwicklerteam mit drin sind, da sind wir bei einer Marktkapitalisierung von 2,5 Milliarden US-Dollar. Also da ist noch ein ganz schöner Weg nach oben, beziehungsweise ganz schön viel Luft. Ich glaube, aktuell sind wir bei 25% oder 30% irgendwie sowas an Aptos Coins, die momentan überhaupt im Umlauf sind. Da kommt also noch einiges mehr mit hinzu in den nächsten Wochen und Monaten. Relativ schwierig. Das kann natürlich auch hier eine ziemlich große Falle darstellen. Nur jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, muss man ganz einfach sagen, ist das schon ziemlich geil. Ich habe jetzt für mich gesagt, einfach weil ich ja momentan diese 150 Aptos Coins habe, sollte eine bestimmte psychologische Zahl hier wieder eintreffen, also das wäre bei mir zu 12 Dollar, wenn Aptos nach unten geht, dann werde ich höchstwahrscheinlich erstmal verkaufen und dann später wieder einsteigen. Ich muss mal gucken. Ja, mal schauen. Auf der anderen Seite, ich habe ja in einem anderen Video von mir erwähnt über Aptos, dass ja demnächst irgendwann auch mal Sui an den Start geht. Das ist dieses Symbol hier, also die Sui-Blockchain. Ich muss eine Aussage von mir wieder wegnehmen, die ich im vorherigen Aptos-Video gesagt habe, und zwar, dass ich meinte, dass beides quasi ein Ökosystem ist. Das stimmt nicht ganz. Ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht. Jetzt Sui und auch Aptos sind beides Projekte, die zwar auf der gleichen Programmiersprache beruhen, es sind aber zwei völlig unterschiedliche Teams, die daran arbeiten. Quasi ist es ein Ökosystem, weil wenn wir einfach mal jetzt beispielsweise bei Bluemove gucken, dann bin ich jetzt hier gerade im Aptos-Kanal drin von Bluemove, um NFTs zu kaufen, kann aber genauso gut auch wechseln in Sui, ja, und könnte da dann halt ganz normal meine NFTs
über Sui kaufen. Es ist quasi ein Ökosystem, aber trotzdem sind es zwei grundsätzlich unterschiedliche Blockchains, beziehungsweise zwei völlig unterschiedliche Teams, die daran arbeiten. Trotzdem glaube ich, wenn Sui irgendwann an den Start geht, dass auch Aptos davon unheimlich profitieren könnte. Deswegen dieser Kanal hier unbedingt abonnieren. Die Tage kommt von mir auch ein Video über die Sui Blockchain, wie ihr an die potenziellen Airdrops kommt. Dann erkläre ich die Sui Blockchain auch nochmal etwas genauer im Detail. Und alles Weitere wird sich dann auch klären. In diesem Sinne ein kurzes Video einmal zu Aptos. Ich bin momentan, ja, einfach was Aptos selber betrifft, ziemlich gespannt, weil das, was hier momentan passiert, ist ja doch ziemlich cool. Deswegen schauen wir mal, wie es weitergeht.